Hallo Leute, ja, da unten ist unsere Eisenerzmine oder Eisenerzbergwerk, das nennt es sich hier. Das ist voll ausgelastet, hat Abnehmer, verlinkten Stahlwerk, mehr nicht. Und Diagramm sieht natürlich nicht schlecht aus. Ausgeliefert, produziert. Ja, das passt schon mal. Das ist voll ausgeliefert, voll produziert. Das heißt, alle Fahrzeuge nehmen immer alles mit. Jetzt müssen wir nur gucken, da war ein Zug, der altersbedingt nicht mehr up to date ist, den müssen wir jetzt austauschen und dann müssen wir noch weiter gucken, ne? Ich sag mal Logo gucken, Vollbildschirm. So, da sind wir. Ein schicken Schaufelbagger haben wir hier. Wow. Der sieht ja richtig cool aus, oder? Und da fährt unser Zug jetzt gerade weg. Okay, aber wir haben ihn ja schon ausgewählt. So, Fahrzeug verwalten. Hierhin. Dann eine schicke Lok finden, die dafür geeignet ist. Elektrisch sieht nach dieser aus. Ne? Diese war 160, aber die hat mehr Leistung. Das heißt, da kann definitiv mehr Anhänger dran. Ne? Dann fügen wir die mal hinzu mit ihren 22 Millionen. Und dann brauchen wir noch ein paar Anhänger dazu. Ne? Beliebige Güter, Eisenerz. Und dann nicht Lok, sondern das muss weg. Hallo, Cargo da. Und dann gibt es diese schönen Waggons. Diesen haben wir, glaube ich, jetzt aktuell, ne? Aber den wollen wir nicht nutzen, sondern wir wollen den nutzen, weil der viel größer ist. So, jetzt mal ein paar dahinter hängen. 120, Kapazität 160 ist auf jeden Fall mehr. Geld ist gerade noch mehr geworden, sind 58 Millionen. 2, 4, 6, 8, du, machen wir mal das mit 10, oder? Gucken, ob das geht. Ja, ersetzen. Der ist jetzt natürlich nicht voll, weil der von der Halde da nichts voll gekriegt hat, wenn das man hier Halde nennen kann, ne? Abraumhalde, ne. Da, doch, das ist eine Abraumhalde hier wahrscheinlich, ne? Und hier wird es gefördert, da unten das Gute. Er schaufelt nur den Abraum hin. Gut, und hier haben wir jetzt einen. Der ist ja schon neu, ne? Aber der hat nur 140. Fahrzeug verwalten. Kann ich das auch? Ja, man kann den nicht ergänzen. Achso, das wäre jetzt auch dieser hier. Ne, der ist es. Aber wir können das machen. Gewähltes Fahrzeug ändern. Okay. Und jetzt können wir da noch welche hinzufügen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Geld für einen Anhänger mehr, ne? Und hier würde ich das ja auch noch machen wollen. Dann sind nämlich alle drei gleich und Transporteuren richtig Kapazitäten. Ob das dann so gut ist, weiß ich noch nicht, ne? Jetzt reicht das Geld nur gerade nicht. Oh, 12 Millionen brauchen wir da. Wir haben 3,8. Müsste man mal gucken, wann die irgendwo ankommen, das abladen und dann Geld verdienen, oder? Aber er kommt doch jetzt hier gerade an. Vielleicht bringt uns das schon was. Gucken wir mal, was er an Geld bringt, wenn er da abliefert. Acht Millionen, okay. Hat er 4 Millionen verkauft. Aber jetzt sind die 4 Millionen, 8 Millionen schon wieder weg, dann haben wir schon nur wieder 4, weil wir irgendwas bezahlt haben. Aber irgendwie sieht das hier auch komisch aus. Ist der da nicht richtig reingefahren? Da sehe ich leider nicht mehr. Aber entladen hat er ja auch komplett, denke ich mal. Ne? Also da sieht man ja auch hier. Ja, ist nichts mehr dran. Passt erstmal. Jetzt müssen wir nur ein bisschen auf diese 12 Millionen kommen. Das wird dann eher ein Problem sein, ne? Ja, vielleicht lassen wir gerade mal schneller laufen, damit wir die kriegen. 5 Millionen. Oh, jetzt ist es nur noch 1,7, 2,3. Okay. Mal schauen. 3 Millionen. Jetzt haben wir gleich wieder 4 Millionen.
1,8 Millionen. Wird gerade nicht so viel mehr. Jetzt können wir hier mal gucken, ob das auch voll wird, ne? Lädt gar nicht, oder? Ach, hier sind zwei Züge drin, deswegen passiert da gerade nichts. Oh, wir haben 15 Millionen jetzt. Zack. Ausgeglichen. Okay. Wieso steht der da bis da und der nicht bis da? Ist das tatsächlich anders? Ne, der ist doch, ja, der steht doch. Kannst du mir erzählen, was du willst? Der passt doch nicht, oder? Der ist übers Ziel hinausgeschossen, ne? Genau so ist es. Krass. Aber kurz gucken, ist der voll? Nein, er ist nicht voll. Jetzt habe ich ihn verpasst. Wo ist er? Nur halb voll. Das heißt, wir müssen in der Linie was ändern. Ach, guck mal an, das sind zwei andere Loks. Okay. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber ist jetzt nicht so schlimm. Die fahren ja auch alle schön. Fahren ja auch 160, ne? Ich hoffe, die schaffen auch 160. Wie schnell fährt er denn jetzt hier? 87. Ach so, der Schnelle ist schon da. Und der ist jetzt so tatsächlich mehr voll wie diese hier. Ah. Hier blinkt immer so eine Kiste auf, aber die geht sofort da rein, ne? So, lass mal hier Linie gehen und Linie verwalten. Und hier war Vollladen. Und lass mal 7 Minuten warten, ne? Hallandorf benötigt jetzt Treibstoff, okay? Das ist die Frage, ne? Wird er voll oder nicht? Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der die 7 Minuten danach steht, ne? Also die Länge des Dingens ist jetzt nicht das Problem. Des, sag schon, des Bahnhofs. Da können wir sogar noch länger bauen. Und leer ist er auch runtergekommen mit seinen 10 Anhängern. Das passt also auch. Und wiegt der schon 12, 24 Jahre alt? Respekt. 3 sind noch nicht voll. Und ich habe die Vermutung, dass es das auch nichts wird, oder? Von 160. Hä? Achso, weil 20 und 20 da noch stehen. Also er hat immer maximal 160 bisher geladen. Weil die anderen stehen mit anderem Zeug da. Das ist ja interessant. Der andere Zug ist jetzt schneller voll geworden wie der. Na, da bin ich mal gespannt, wie das mit dem wird. Hier sieht man jetzt auch einzeln reinlaufen, ne? Jetzt hat er mehr wie vorhin. Jetzt verschwindet gleich hier einer wieder, oder? Okay, jetzt sind nur noch zwei andere möglich. Aber jetzt lädt er nicht mehr. Das ist das Schlimme. Weil jetzt der lädt. Der gefällt mir gar nicht, aber der ist voll ausgelastet hier, ne? Produktion 400. Mehr geht da wohl nicht. Und der lädt jetzt voll, während der gar nichts reingeht, ne? Ja, das ist schlecht. Jetzt fährt er auch mit 3 Waggons weniger. Dann könnte ich die eigentlich auch abmachen und woanders einsetzen, wenn, ne? Aber ich kann diese Anlage ja auch nicht erweitern, oder? Geht ja nichts. Das ist natürlich, wenn ich jetzt für den einen Standort schon 400 habe, ne, dann kriege ich für die anderen gar nichts machen, oder? Wir transportieren die vollen 100% dafür. Und der schafft jetzt auch nicht mehr, ne? Weil der jetzt kommt. Jetzt kriegt der 140 voll und das war's dann, ne? Naja, 150 diesmal kriegt er voll. Oh nee, es geht sogar mehr diesmal. 160 schafft er auch noch. Und dann ist Sabbat. Weil jetzt der andere geladen wird. Schade, oder?
Der steht zwar so lange da, wird aber nicht vollgeladen. Das bringt mir jetzt nichts hier dann, ne? Jetzt fährt er mit zwei leeren Hängern nämlich dahin. Das ist ja doof. So, jetzt ist hier zu gucken, ob die jetzt besser ist. Und ich glaube, hier ist es auch nicht besser, weil jetzt ja gleich wieder der nächste schon kommt. Puh. Dann nützt ja nichts. Dann kannst du ja in die Fahrzeugverwaltung gehen und wir können dann ja ein paar Anhänger rausnehmen, ne? Kannst ja sagen, hier zack, 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 zack. Mehr brauchen wir da nicht, würde ich sagen. Kriege ich 11 Millionen wieder. Ja, dann ist das so. Anders bringt es ja nicht. Das ist ja vertanes Geld, denn jetzt ist der voll. Jetzt müssen wir den mal angucken. Wir sehen ja gleich am Bahnsteig, ob hier was liegt oder nicht, aber da kommt ja jetzt auch eher der andere wieder reingefahren, glaub, oder? Jetzt steht der hier zum Beispiel nicht bis vorne, ne? Ist auch komisch. Und da kommt jetzt der nämlich. Der lädt die 160 jetzt vielleicht auch noch nicht mehr voll, oder doch? Weiß ich nicht. Vielleicht nur 140? Oder? Doch, jetzt macht er ihn voll, okay. Und fährt, okay, das ist jetzt richtig. So, der nächste hier hat wieder 160 und wird auch geladen. Müssen wir mal gucken, wie das bei dem läuft. Da kommt jetzt nämlich der nächste. Jo. Hundert hat er jetzt gleich. Lädt noch weiter, passt also. Hundertzwanzig lädt noch weiter, das heißt, der letzte Hänger wird wahrscheinlich auch noch voll gemacht werden, oder? Wir müssen nur 141 abwarten, dann wissen wir es. Ja, okay, jetzt fahren sie wohl voll. Und es bleibt nie hier etwas liegen, glaube. Jetzt haben wir das Maß gefunden, wahrscheinlich. Jetzt ist der voll fährt und der nächste wird geladen. Das passt schon. Mehr Fahrzeuge sind in einem sehr schlechten Zustand. Ja, das wissen wir. Da arbeiten wir doch die ganze Zeit schon dran. Ne? So, gehen wir hier hin. Fahrzeug verwalten. Alle da. Alle austauschen. Passagiere. Das ist der Bus, den wir jetzt haben. Genau. Und dieser hier kann 26, was kann der? 17. Ich denke, den nehmen wir. Alle drei ausgewechselt. Geld spielt keine Rolle, würde ich sagen. So, nächste Rutsche. Auch nochmal zwei. Fahrzeug verwalten. Austauschen. Mit dem fertig. Also, jetzt habe ich nur einen ausgetauscht, sehe ich gerade. Und dann noch den abwählen und den auch ersetzen. Fertig. Hier wieder. Die LKWs. Alle austauschen. Was transportieren die denn? Straßenfahrzeug 29 steht leider nichts, ne? Nur ein sehr schlechter Zustand. Ah, hier sehen wir es. Kohle. Cargo. Kohle.
Und der ist der Kohle-LKW. Nee, der ist er nicht. Der ist der Kohle-LKW. Alle ersetzen für 6 und 8. 6, 8. Passt. Dann sind die auch schick. Hier haben wir jetzt einen Tieflader für Stahl wahrscheinlich. Drei Stück. Erneuern. Übersicht. Stahl, genau. Cargo haben wir. Anderes Cargo auswählen. Stahl. Und der optimale wird wahrscheinlich der hier dann sein. 38. Ja, der. Ersetzen. Passt. Weg. Weg. Nächsten im Bunde sind jetzt diese LKWs. Fahrzeug verwalten. Alle. Transportieren die. Die transportieren Holz. Kann der auch. Neu. Weg. Weg. Passt. Neue. Linie 16. Oh, jetzt sind wir bei 31 Jahren schon. Verwalten wir. Was fährt der? Schnittholz. Kann der auch? Ja, kann er. Sieht aus wie ein Törtchen, ne? hier wechseln und 6 Millionen ausgeben. Passt. Läuft. Nächste Rutsche. Oh, ich sehe schon gerade. Kommen die 37er, machen wir noch und dann machen wir die Folge erst zu Ende, weil wir reichlich ne, haben hier. Was transportiert der? Auch Holz? Ja, auch Holz, Langholz. Und die 4,6 Millionen. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir die Fahrzeuge weiter austauschen, ne? Bis dann. Ciao.